4.500 Einzelstarts, 900 Aktive von 57 Vereinen aus 7 Ländern, ein Wochenende der Superlative, das ist der International Swim Cup 2019. Die Schwimmgemeinschaft Schöneberg lud in die Landsberger Allee zum größten Kurzbahnwettkampf Deutschlands im Jugendbereich. Das Besondere ist, dass Kleine gegen Große schwimmen, dass die Kleinen die Möglichkeit haben, sogar gegen internationale Spitze zu schwimmen. 2 Tage lang konnten sich Schwimmerinnen und Schwimmer von Vereinen aus 7 Ländern in 48 Wettkämpfen messen. Darunter waren Vereine aus Russland, Dänemark und sogar aus Australien. Besonders beliebt bei den jungen Sportlern und Trainern ist die Atmosphäre und die Halle an der Landsberger Allee. Stimmung ist wunderbar und einfach der Tag war toll. Ja, am besten gefällt mir an sich eigentlich mal die Halle, weil es halt die beste Halle Deutschlands ist. Hier hat man am meisten Platz, mit die beste Luft. Es war bis jetzt der erste Wettkampf in Berlin. Ist eine super Halle, nette Leute, also echt ein wunderschönes Becken, wo man schnell schwimmen kann anscheinend. It's a big pool and the environment is really good because there's a lot of good swimmers. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist der International Swim Cup immer eine gute Gelegenheit, neue Rekorde zu erzielen und sich zu verbessern. So sicherten sich die Lawrence-Schwestern aus Australien bei fast jedem Wettkampf einen Podiumsplatz. Ramon Klenz von der SG Neukölln schwamm gleich 9 neue ISC-Rekorde, toppte die Bestzeit seines Teamkollegen Ole Braunschweig und knackte die EM-Norm über die 200 Meter Schmetterling. Ich bin gestern hier 4-mal an den Start gegangen und konnte 4 von den Veranstaltungsrekorden brechen. Also ich finde es echt cool, dass hier so viele Leute dazugekommen sind zum Zuschauen. Es macht echt Spaß, hier zu schwimmen. Der Österreicher Alexander Knabel übertrumpfte im Finale über die 50 Meter Freistil die im Vorlauf aufgestellte Bestmarke. Auch Maja Tobin vom TSC stellte einen neuen ISC-Rekord in der Schmetterlingsdisziplin über 50 Meter auf. Ich wurde heute nochmal zweimal Erster über die 50 Meter Strecke im Finale und ja, habe jetzt gerade eben nochmal einen ISC-Rekord, 9. Ja, war ganz gut. Highlight beider Tage waren die Jugend- und A-Finals, gefolgt von den Staffeln über Lagen und Freistil. Der ISC ist auch bekannt für seine tolle Inklusion, denn es nahmen auch Paraathleten bei der Veranstaltung teil. Das Besondere ist, dass ich hier mit meiner paralympischen Mannschaft, das sind alles Jungs mit irgendwelchen Handicaps, hier teilnehmen kann. Und dass darauf Rücksicht genommen wird, dass sie halt eben manche Sachen ein bisschen langsamer lernen und so weiter. Und so. Das finde ich sehr schön für den inklusiven Gedanken. Abseits von den eigentlichen Wettkämpfen standen aber auch mehrere andere Attraktionen auf dem Programm. So fand eine Autogrammstunde mit der Europameisterin und mehrfachen deutschen Meisterin Franziska Hentke statt, bei der die Nachwuchsschwimmerinnen und Schwimmer die Chance hatten, ihrem Idol einmal ganz nahe zu sein und eine persönliche Erinnerung mit nach Hause zu nehmen. Ja, aber ich finde es mal wieder toll, wie sich auch die Kleinkinder fürs Schwimmen begeistern können. Das ist das, was wir in Deutschland brauchen, den Nachwuchs. Neben einem Schwimmtraining absolvierte Franziska Hentke sogar noch die 200 Meter Schmetterling gegen eine Staffel von jungen Nachwuchsathleten, welche sie souverän für sich entscheiden konnte. Veranstalter und Teilnehmer blicken auf einen gelungenen ISC zurück und freuen sich bereits jetzt auf den nächsten International Swim Cup im Jahr 2020. Berliner Schwimm! Team! Berliner Schwimm! Team!